Moinsen und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge Jazzpunk. Ja, das ist ja eins meiner erfolgreichsten Let's Plays gewesen. Und ich dachte mir, upsala, ach ja genau, das war ja die Schrift, die ich zerdeppern konnte. Ich dachte mir, ich mache mal so eine kleine Bonusfolge, wo ich halt so ein paar Sachen ausprobiere, die ich im Let's Play nicht gemacht habe. Und ich habe mal in die Achievements geguckt, ja. Da gibt es so ein paar Achievements und unter anderem gibt es ein Achievement. Man kann hier wohl an diesem Telefon, wo ich nicht wusste, was man hier halt eingeben kann, kann man wohl irgendwie Schimpfwörter eingeben. Moment, probieren wir mal. Das wäre dann F, glaube ich, ne? F. Oh, Connecting. Ah ne, okay, Moment. Ne, 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 das war falsch. Also 3, U, C, K. Infraction. You are fined 1 credit for the violation of the Verbal Morality Statute. Nice. Verbal Morality Statue, muss ich dazu sagen, ist glaube ich auch ein Hinweis auf Demolition Man. Wo man immer einen Zettel bekommen hat, wenn man da ein Schimpfwort gesagt hat, ja, dann hat man immer einen Strafzettel gekriegt. Und das war dann irgendwie die Verbal Morality Statue, glaube ich. So, hier sind wir jetzt im Vasenladen nochmal. Hier kann man nämlich auch noch ein Achievement freischalten. Vorher zerdeppern wir aber nochmal kurz die Frau. Erstmal Frauen schlagen. Und man kann hier alle Vasen kaputt machen. So. Und da kriegt man auch ein Achievement für. Hätte ich das mal... Lol, in der Vase ist ein Gehirn drin gewesen. Guckt euch das mal an, ey. Selbst wenn man... Da ist auch ein Gehirn drin. Ist ja krass. Die verstecken hier in ihren Vasen Gehirne. Bam, 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 bam. Ja, mir wurde von einem Zuschauer noch gesagt, ich soll doch mal im Hotel in alle Räume reingucken. Das will ich auf jeden Fall auch noch machen. Ja, Insurance Premiums Increase, genau. Jetzt hat sie nämlich einen Bonus von der Versicherung bekommen. Insurance Collected. So. So, hier sind wir wieder im Restaurant. Und es sind 8 Spinnen in diesem Restaurant versteckt. Ja. Und die muss ich sammeln. No Entrance. Kam ich ja nicht rein, ne? Genau, das war No Entrance. Ah, guck mal, auf dem Essen ist eine. Ha. Ist noch eine auf dem Essen. Gucken wir mal ganz kurz. Nee, sieht nicht so aus. Würde ich jetzt... Ich sage jetzt mal, es sieht nicht so aus. So. Das sind 2. Hier war eine auf dem Stuhl. Das ist ja richtig verseucht hier, ey. Der Laden. Da hinten ist noch eine. Das sind 5. So. Und jetzt gab es aber noch mehr, ne? Hi. Genau, hier ist nämlich noch eine. Dass sie bei mir schreit, sie, aber da ist eine Spinne direkt hier und da schreit sie nicht. Die sind ja hier richtig robust, die Frauen. Die haben ja keine Angst vor Spinnen. Das ist ja der Hammer. Voll ungewöhnlich eigentlich. Voll unrealistisch eigentlich, ne? Frauen haben doch immer Angst vor Spinnen eigentlich. So. Also Moment mal, ich habe jetzt eine mehr. Ich habe jetzt 6. 2 fehlen noch. Wo sollen denn hier bitte noch 2 Spinnen sein? Mal genau gucken. Mal ganz genau gucken. Immer auf den Sitzen auch gucken. Immer auch mal hier hinten gucken. Ducken kann ich mich ja nicht. Das heißt, unten wird ja wohl hoffentlich nichts sein. Ah, ich kann auch hier... Ah! Ich kann auch darüber springen. Alles klar. So, dann fehlt jetzt nur noch eine. 7 habe ich jetzt. Mal genau gucken hier. Ganz genau gucken. Ah! Haha! Ja, und da haben wir auch dieses Achievement eingesackt. Above and Beyond the Spider of Duty. Man kann hier wohl mit diesem Degaussing-Teil diese Agenten, die immer hinter diesen Bäumen auftauchen, hier im Park, ja, bei der Botschaft, beim Konsulat, die kann man wohl
Die Gosen sozusagen. Aber wer quatscht mich denn hier an? Man muss 4 von denen erwischen. Ha! Nummer 1. 4 von denen muss man erwischen, dann kriegt man ein Achievement. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Zeigt euch, zeigt euch, zeigt euch. Moment mal, Moment mal. Zählen die auch, die so rumstehen, oder nur die, die hinter den Bäumen vorgucken? Nein! Er ist ausgewichen. Und er rollt sich hier einfach vor meine Füße. Ich schieße einfach mal die anderen auch ab. Einfach nur zur Sicherheit. Vielleicht beschleunigt das die ganze Sache ja ein bisschen. Mal gucken. Zeig dich, zeig dich, zeig dich, zeig dich. Komm, zeig dich. Ich will dich doch nur degaussen. Degaussen. Ja, genau. Und man muss auch so eine Taube muss man irgendwie ins nächste Level mitnehmen. Okay, das sind 2 wahrscheinlich. Da. Ja. Da. Ja. Ja. Ja, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Jetzt mache ich die Sache mit den Tauben nochmal. Ich brauche dieses Pheromon. Man muss nämlich 3 Leute mit Pheromonen, mit Taubenpheromonen einsprühen. Und dann kriegt man auch ein Achievement. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja. Oh, das war knapp. So. Ja, damit, Pheromon. Immer wieder eine Freude. So. Das war Nummer 1. 3 Leute muss ich mit dem Pheromon besprühen. Taube, 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 Taube. Da hinten ist eine. Ja, die fliegt sogar relativ nice. Oh. Ja, genau so. Like a Pro. So. Wen besprühen wir denn? Wen besprühen wir denn? Nee, nicht den, der hinterm Dings. Da weiß ich nicht, ob das wirklich richtige Personen sind. Nehmen wir mal da drüben den Pagen da. Pagen haben das nicht anders verdient. So. The show is done. Yeah. Hallo. Flieg! Flieg und Sieg! Herrlich. Wunderschön. So. Da ist wieder eine Taube. Ah, da muss ich wieder aufpassen. Ja, nice. Nice, nice, nice. So, wen besprühen wir jetzt? Nochmal den Saxophonmann, würde ich sagen. Oder nee, hier Sexbot können wir ja mal besprühen hier. Uah. Stell dich mir nicht in den Weg. Ah, okay. Hier, sie besprühen wir jetzt mal. I prefer Pheromones. Okay, den verstehe ich nicht, den Witz. Pheromones. Hm. Ach, dann besprühen wir halt den Saxophonfritzen. Ha! Und da ist das Achievement. Nice! Hier übrigens noch ein witziges Easter Egg, was mir jetzt gerade beim Vorbeigehen noch aufgefallen ist. Das Theremin Repair. Repair, Calibration, Customization. Das Theremin ist ein Instrument, was in Science-Fiction-Filmen aus den 50ern und 60ern vor allem eingesetzt wurde. Also das wurde in den Film-Soundtracks da eingesetzt. Das ist ein elektronisches Instrument und funktioniert irgendwie mit elektromagnetischen Wellen, keine Ahnung. Das muss man sich ansehen. Das muss man sich auf jeden Fall mal ansehen, wie das funktioniert. Sehr schön, sehr schönes Easter Egg, finde ich, weil da vor allem man kann es reparieren lassen, man kann es auch kalibrieren lassen. Ja, das finde ich sehr schön. Wollte ich nur noch mal so erwähnt haben. Man kann hier wohl auf dieser Weltkarte laut Achievement tatsächlich mehrere Orte ansteuern. Also ich kann hier wohl alle Punkte ansteuern.
Mal gucken, was da passiert. Gate of Equanor. Guyana Lock. Achso. Frag Grenada. Lol. Porto Parallel. Lol. Bayamahas. Okay. Salsa Lessons. E Honduras. Mexiko. United Prefectures of Japaneda. Alles klar. Bad Sector. New Frost York. Okay, jetzt gehen wir mal hier nach rechts. Da müsste ja Europa sein. Serial Portugal. Eierwall. Lol. Xorway. Stockholm Syndrome. Oh Mann. USSR. Aha. Transistor Sylvania, okay. Germanium. Nether Regions. Country formerly known as France. Text to Spain, lol. Morocco. Mediterranean Sea, okay. Vatican Tube. Thermal Greece. Mechanical Turk. Turbostan. Siberia. Ich gehe jetzt hier einfach mal so. China. Was? Nanjing. Quad Korea. Was ist das hier oben? Ball Bearing Strait. Okay. Formos Fett. Telekong. The Quarantines. Okay, da da darf ich noch nicht hin. Ich will ja vorher alles andere abchecken. Democratic Republic of Dr. Moreau. Die Insel des Dr. Moreau sozusagen. Orang Gotten Panel Colony. Thailand Party. Master Button Record. Free Tibet with every purchase. India Gamia. Sri Lanka. Pakistan. Iran. Electric Qatar. Oh Gott. Isomalia. Oh Gott. Hadokenia. It's Mad Madagascar. Das ist, der Titel ist eine Verarschung auf It's a Mad World. Robot Swainer. Kongo Line. Nikon Cameroon. Higher Volta. Control Group. Test Group. Ataria. Mummy Board. Seeden. Industrial. Industrial. Ach so. Israel. Oh lol. Okay, unten jetzt gibt's noch was. Beyond Thunderdome. Jenseits der Donnerkuppel. Ja, Mad Max. Das ist ein Wink darauf, dass Mad Max ein australischer Film ist. Ja, also das ist in Australien entstanden. Thunderdome. Ach so, lol. Jenseits der Donnerkuppel. Und das ist die Donnerkuppel. Geil. Island of Discarded Atari 2600 ET Cartridges. Ach, da sind die also alle begraben worden. Es gibt ja das Gerücht, dass Atari, als damals dieses ET-Spiel von Atari rauskam, das ist ja das schlechteste Videospiel aller Zeiten gewesen, dass das irgendwo verbuddelt wurde. Und hier sehen wir jetzt, wo das verbuddelt wurde. Es gibt tatsächlich eine Insel, wo diese ganzen Cartridges hingebracht wurden. Fidschi-Film. Polygonesia. The Cube. The Cube. So, bin ich jetzt hier noch irgendwo noch nicht gewesen? Da ist noch ein Punkt. Panorama. So, meine lieben Freunde. Genau, hier geht's ja auch noch nach unten, Mensch. Absolute Zero. Absoluter Nullpunkt. Unallocated Space.
Da ist noch ein weißer Punkt. Death. Okay, hier bin ich. Okay. Ich treffe auf meine eigene Linie, das heißt, hier war ich schon. So, jetzt ist die Frage, oben gucke ich nochmal beim Nordpol, ob ich da noch was vergessen habe. Ja, wo ist denn hier noch ein Punkt, Mensch? Verdammt. Irgendwo ist hier noch ein Punkt, den ich noch nicht besucht habe. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ach so, wahrscheinlich ist das das Resort. Kann das sein, dass das das Resort ist? Ich guck noch mal. Ich guck noch mal ganz schnell durch. Ja. Ich guck noch mal ganz schnell. So einen schnellen Überblick. Dass ich nicht wirklich noch irgendwas... Irgendwas anderes vergessen habe. Es sieht aber ganz gut aus. Ich glaube, ich habe wirklich... Ich muss jetzt wirklich noch zum Resort. Werde ich ja dann eh sehen, ob ich das Achievement gekriegt habe oder nicht. Okay, dann los. Ha! Achievement gekriegt. Super. So, und hier sind wir jetzt am Resort. Und man kann irgendwo hier jemanden vor dem Ertrinken retten. Bei irgendeinem Pool. Hier wahrscheinlich. Lol, was machen die denn da hinten? Guckt mal, das kann ich auch noch nicht. So, warte mal, jetzt mach ich hier den... Da, den kann ich retten. Ja, ich habe ihn gerettet. Schaut euch das an. Oh, so. So, was mach ich jetzt mit ihm? Lol, was machen die denn da? Da fliegen lauter Leute durch die Gegend. Das ist der Bademeister hier. Also der ist schon blau angelaufen da, der Typ. Muss ich den nicht irgendwie hinlegen oder so? Oh my God, help. My boyfriend is drowning in the pool. Ja, hier, das ist er doch. He was different. I changed my mind. You can keep him. Sehr schön. Hasselhoff in a pinch. Ja, wunderbar. Und sie stellt fest, dass ihr Freund jetzt anders aussieht und ich ihn doch behalten dürfte. Sie möchte einen anderen haben. Sehr schön. So, dann gab es hier noch ein Achievement, das man machen kann. Man kann wohl tatsächlich in diesen... Lol, was machen die denn da? Double Twist! Man kann irgendwie ein Achievement bekommen. Juhu! Ah, genau. Polyplektik. Ich habe mir das Genick gebrochen, als ich in den Pool gesprungen bin. Super. Ein witziges Easter Egg habe ich hier noch gefunden. Und zwar, in diesem Hotel ist tatsächlich der Hunter S. Thompson abgestiegen. Ja, also dieser Autor, der ja unter anderem auch in Fear and Loathing in Las Vegas von Johnny Depp gespielt wurde. Ja. Sehr witzig. Sehr witziges Easter Egg. Finde ich schön. Ich kriege hier noch ein Achievement, wenn ich drei Leute küsse, während ich Lippenstift trage. So, dann schminken wir uns mal. Lalalalalala. Heroic Chick. Ja genau, hier muss man nämlich Lippenstift schön im Gesicht verteilen. Und auch dafür gibt es ein Achievement. Herrlich. Ja, gut geschminkt geht's jetzt wieder los im Hotel. Ich muss hier drei Leute küssen und dann kriege ich ein Achievement. Ja, Leute, nicht die Tür. Fangen wir mal mit ihm hier an. So. My Master Key, genau. Und das wurde ja mir auch gesagt, ich soll mal in alle Räume reingucken von diesem Hotel. Ja, und egal wie lange das jetzt dauert, das mache ich jetzt. Was ist denn das hier? Lol. Ist das ein Kuchen mit Hut und... Lol, wie geil. Kann ich damit was machen? Nö, kann ich nicht. Milk. Aha.
Ich glaube, hier war ich schon mal drin. Komm ich da an die Koffer ran? Nö. Gut. Schauen wir weiter. Wie ich alle Türen küsse. Was ist mit ihm hier? What are you doing in here? Was is a private room? Ja. You are a charlatan. Ach, er sieht aber auch aus wie Hunter S. Thompson. Mit der Sonnenbrille und dieser... Doch, das ist Hunter S. Thompson. Alles klar. Ich verstehe. Wenn ihr Fear and Loathing in Las Vegas gesehen habt, dann werdet ihr das hier verstehen. Auf jeden Fall. Also... What are you doing in here? Das ist Hunter S. Thompson. Alles klar. Wie geil ist das denn bitte? Wie geil ist das denn? So, gehen wir mal weiter. Mal gucken, was wir hier noch so finden. Genau, das waren die zwei mit der Hochzeitstorte. Und jetzt? Wie sie mich alle lieben. Hier war ich gerade drin. Ha, hier ist nichts. Das ist mein... Nee, das da drüben ist mein Zimmer. Das ist eigentlich witzig. Hier ist jetzt nichts drin, aber wie wir alle wissen, im nächsten Abschnitt ist ja hier die große Spionageaktion in dem Zimmer. Hier haben sie mich ja ausgespäht. Schauen wir mal weiter. Hier ist auch nichts. So, also ich halte an dieser Stelle mal fest, die meisten Räume sind tatsächlich leer. Ja, muss man echt mal sagen. Ich bin jetzt auf der dritten Ebene, wo mir der Page gesagt hatte, dass das wohl die... was das da wohl die meisten Sachen abgehen, aber hier ist nichts in den Räumen. Ja, da ist einfach gar nichts. Ich probiere jetzt noch die zweite und die erste Etage durch. Das waren jetzt alle Räume und wie ich mir schon gedacht habe, die meisten davon sind tatsächlich leer. Ich habe jetzt trotzdem in alle reingeschaut. Jetzt muss ich noch drei Leute hier abknutschen, sozusagen. Ha, don't get involved, da habe ich es gekriegt. So, und ich schaue jetzt nochmal nach, aber ich glaube, das waren alle Achievements, die man hier im Resort bekommen kann. Ja, dann würde ich sagen... My dermatologist says somebody's gotta shave me. Hey man. Ja, du musst dich unbedingt rasieren, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, schaue ich mal weiter, was ich noch so für Achievements machen kann. Ja, und hier sind wir im letzten Level nochmal. Mir wurde gesagt, ich habe hier die ganze Zeit dieses Twister-Pad übersehen. Ich bin immer wieder drüber gelaufen und hab's nicht gesehen. Ja, das ist so ein Phänomen, ja, das Offensichtlichste in einem Raum, das übersieht man, weil man sich auf diese ganzen Details hier konzentriert, zum Beispiel diese Katze oder sie hier, wie sie hier so liegt, mit dem Flaschendrehen und so. Ja, deshalb, ich aktiviere jetzt mal das Twister-Pad und schau mal, was passiert. Okay, rot, da. Right foot, yellow. Left hand, green. Left foot, red. Other hand, blue. Was? Wie viele? Ach so.
Ja, das findet sogar sie lustig. Herrlich. So, und man kriegt wohl auch ein Achievement, wenn man hier die Schallplatten zerkratzt. Man kann hier nämlich noch mehrere Schallplatten auswählen. Hier liegen wohl noch mehrere rum. Hattica. Genau, hier liegt eine und eine ist schon aufgelegt. Ne? So. Jetzt nehmen wir die andere noch. Was? Promiscuous Polynomials. Okay. Ha! Sehr schön. Da habe ich jetzt das Achievement auch freigeschaltet. So. Noch irgendwas, was ich hier vielleicht übersehen hätte? Ich glaube nicht. Ich möchte meine Zuschauer mal ein bisschen in epileptische Stimmung versetzen. Na, wirkt's schon? Ja, mir fällt jetzt ehrlich gesagt an der Stelle schon nichts mehr ein, was ich machen könnte, was mir noch gesagt wurde oder so, was ich noch machen könnte. Space-Time-Controller? Volume-Mute-Channel? Moment. I'm all dizzy. Oh, I'm all fuzzy. Oh my gosh. Moment. Make me something for breakfast. I'm hungry. What's for breakfast? Lol. Geht das mit allen Sachen? Nee. Huch. Aha. Ah, man kann hier bestimmte Sachen aktivieren. Huch, nein, das wollte ich jetzt gar nicht. Ah, nein. Das wollte ich gar nicht nochmal machen. Lasst mich hier raus. Nein, die Banane kam gar nicht richtig hoch. Das ist unfair. Irgendwer kann da nicht werfen. Benutzen wir die Fernbedienung doch einfach mal aufs Fernsehgerät. I love this show. Oh mein Gott. Wanna listen to some compact records? Irgendwelche Kurven? Okay. Ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Lustiger ist es schon, wenn ich das auf sie anwende. Ach Leute, guckt mal, man kann sogar die Beleuchtung hier zum Blitzen bringen. Disco Inferno. Ja, ich würde sagen, das war doch eine ganz lustige Bonusfolge eigentlich. Ich lasse hier noch ein bisschen die Lichter blitzen. Und nehme einfach irgendwie ein bisschen Mundwasser zu mir. Genau, das war ja das Chlorin. ja, und dann würde ich sagen, war's das mit meinem Let's Play Jazzpunk endgültig. Es sei denn, jemand hat jetzt noch irgendwie eine tolle Sache für mich, die ich noch machen soll oder kann. Ja, und ansonsten war's das. Vielen Dank fürs Zuschauen, liken, kommentieren und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Let's Play. Bis dann, ciao, ciao.